weiß nicht, wie es für Sie ist. Ich war gestern und heute tatsächlich ein bisschen nervös. Das erste Mal seit knapp einem Jahr, 8 Monaten jetzt. Ich weiß es auf den Tag genau, weil damals die Internetworld morgens um 5 Uhr abgesagt wurde. Und diese tolle, blöde Phase, die aber jetzt letzten Endes irgendwie doch für alle ganz cool geworden ist, mit einer starken Digitalisierung begonnen hat. Warum sage ich das eigentlich? Weil es eigentlich genau in das Thema einleitet. Wir hatten jetzt 1 Jahr und 8 Monate, in denen extrem viel passiert ist, in dem sich extrem viel auch in Kontaktpunkten geändert hat. Wir mussten anders kommunizieren mit den Kunden, wir mussten sie über andere Kontaktpunkte erreichen und mussten auch lernen, wie wir sie eben darüber ansprechen. Und das war auch ein Thema in der Vorbereitung zum Print Day, wo wir uns überlegt hatten, was wollen wir eigentlich erzählen. Die Entscheidung von der Parsenet war, wir erzählen selber gar nichts, sondern wir wollen diskutieren, weil es endlich wieder möglich ist, live und in Farbe, mit Menschen im Publikum, und das freut uns mit am meisten. Deswegen habe ich die Ehre, hier 4 Experten mit an Bord zu haben, die eigentlich so alles abdecken, was man abdecken muss. Hersteller, Händler, Softwarehersteller und einen Berater. Und freue mich total auf die Diskussion, die wir mit aufbauen konnten, wo wir genau um das Thema sprechen, die Zukunft des Publishings in einer digital getriebenen Omnichannel-Strategie. Und da ist der Text natürlich, wenn man jetzt über das Phrasentrain denken würde, ja, ziemlich platt formuliert. Ich glaube, dass wir in der Diskussion aber ein super Thema finden werden. Grundsätzlich wollen wir aber erstmal eine Basis schaffen, um zu verstehen, wer so im Publikum sitzt, und würden per Handabzeichen gerne mal verstehen wollen, wenn man weiß, dass der Deutsche im Schnitt 6 Kontaktpunkte braucht, um sich für einen Kauf zu entscheiden, nutzen denn bei Ihnen im Unternehmen, werden da mehr Kontaktpunkte genutzt als diese 6 oder sind es eher weniger? Also per Handabzeichen bitte mal, wer mehr als 6 Kontaktpunkte im Unternehmen einsetzt. Boah, das ist nicht ganz so viel, ne? Die zweite Frage wäre dann nämlich tatsächlich dazu, bei wem ist denn der überwiegende Teil digital? Hält sich auch in Grenzen. Das jetzt natürlich in der Phase, in den 1 Jahr und 8 Monaten, in denen man die Zeit hatte, dieses Digitale voll auszuleben, weil man eben musste, noch sehr überschaubar. Und genau deswegen würden wir das gerne diskutieren, nämlich vielleicht auch mal ein Stück weit aus der Sicht der Kunden. Jürgen, vielleicht magst du mal erzählen, wie das bei Hoffmann aktuell aussieht. Du hattest gerade schon ein bisschen erzählt, wie wichtig Print auch noch bei euch ist. Aber auch ihr musstet euch in der Phase entwickeln, um den Kunden weiterhin zu erreichen. Wie nutzt ihr denn die verschiedenen Kontaktpunkte aktuell? Ja, die Kontaktpunkte bei Hoffmann sind sehr unterschiedlich. Natürlich analog, Print, der Katalog. Bei Hoffmann, ich habe es gerade im Vortrag gesagt, wird eigentlich Print und Katalog schon fast gleichgesetzt. Die Allmacht Print ist immer noch vorhanden, aber man versucht natürlich immer stärker in das digitale Medium hineinzugehen. Ob das jetzt die Shop-Lösung ist, der Blätterkatalog, der E-Katalog, aber es ist immer auf den Kunden zugeschnitten. Und das ist, glaube ich, auch ein Fluch und Segen zugleich. Wie wird der Kunde am besten angetriggert? Und wir sind im B2B-Bereich tätig, da habe ich kein Ladengeschäft. Da habe ich keine Möglichkeit, sonst irgendwie noch mehr auf den Kunden einzugehen. Und man muss vielleicht eins berücksichtigen, ich darf den Kunden auch nicht zu sehr überfrachten mit digitalen Medien. Und was bei uns gar nicht der Fall ist oder halt nur sehr rudimentär gemacht wird, ist Social Media im breiten Bereich. Facebook, Insta, was es alles gibt. Ja, das gibt's, aber schaut man mal drauf, da findet nichts statt. Wie ist es denn bei euch bei Vago, Arthur? Ja, bei Vago sieht das so aus, dass wir im Endeffekt in diesem klassischen Prozess der Transformation mittendrin sind. Alles, was bisher propagiert worden ist, wie Print sich entwickelt, dass es halt peu à peu immer weniger wird, dass wir mehr digitale Touchpoints bekommen, bestätigt sich bei uns im Endeffekt jeden Tag. Wir haben jetzt aktuell eine recht große Kundenumfrage gemacht und das Feedback, was da rauskommt, ist genau, Vago ist genau mitten in dieser Transformation. Das heißt, dass der Aufwand, den man bisher betrieben hat, jetzt speziell bei Hoffmann, was ich jetzt gerade eben kennengelernt habe von dem Ausmaß, manuell mit unheimlich viel Aufwand irgendwas zu kreieren, den können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Deswegen passt natürlich diese Entwicklung mit diesem Facettenkatalog, weil wir machen zwar Print,
aber das ist jetzt mit so wenig Aufwand und wir haben so viele Synergieeffekte für die digitalen Touchpoints, dass wir uns, sag ich mal, das Print als solches noch leisten können. Aber das ist ganz klar, das haben auch die Umfragen gezeigt, es gibt noch sehr viele Kunden, die das Papier nutzen, aber sind alle bereit, zukünftig darauf zu verzichten. Es gibt nur wirklich eine ganz kleine Menge, die sagt, ohne Papier kann ich nicht leben. Also Vago ist wirklich mitten in der Transformation drin. Horst, für den Hersteller in dem Bereich, du hattest heute Morgen schon ein Stück weit eingeleitet, dass es digitaler wird und das Thema auch extrem wichtig ist, aber was bedeutet es denn aus deiner Sicht für die Zukunft eben des Publishings genau in dem Umfeld? Na, ich glaube, dass die Zukunft des Publishings ist, dass es emotionaler und auch redaktioneller wird. Wir müssen mehr Geschichten erzählen. Also ich glaube auch, dass der Katalog als reines Informationsmedium, bis auf die ganz wenigen, die mit Papier leben, das ist am Ende des Lebenszyklus, da reden wir über 5 oder 10 Jahre, weil ich bin natürlich digital als reine Information natürlich deutlich schneller auf einer Website oder wo auch immer. Aber der Trend ist natürlich auch neben dieser puren Informationsdichte, dass man Geschichten erzählen muss. Ich suche keinen Bohrer, sondern ich habe einen Anwendungsbereich, dass ich ein Bild in eine Stahlbetonwand reinbohren will. Das ist das Anwendungsbeispiel. Und ich glaube, dieser Content, das wird sich verschieben. Content wird automatisiert generiert, aber andere Content, Geschichten erzählen, Anwendungsbeispiele aufgreifen, das wird eine ganz, ganz große Rolle spielen und das ist eigentlich schon Publishing in seinem Kern und in seiner Tradition. Und dass das dann automatisch ausgespielt wird, auf welchen Mediendevices, das ist halt dann die Automatisierungsfrage. Also immer mehr Content automatisieren, davon bin ich überzeugt, weil wir haben es ja auch gerade eben schon gehört, das sind ja nur Beispiele, dass die Organisationen ja ächzen unter der Contentlast. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir ächzen als Printteam auch unter der Contentlast, weil wir müssen immer wieder Content erzeugen und irgendwie kommt Marketing um die Ecke und sagt, wir brauchen mehr Content, noch mehr Content, schneller Content. Von da gesehen glaube ich, Automatisierung von Content und dann mehr editorial hochwertigeren Content und den dann publizieren. Ich glaube, das ist schon die Zukunft. Und möglichst viel automatisieren. Jetzt hattest du gerade das Stichwort Katalog genannt. Jetzt weiß ich, dass bei Hoffmann dieser Katalog noch einen extrem hohen Stellenwert spielt. Für mich in meiner Generation ist das immer so eine Frage wie, ich habe den Otto-Katalog zum Beispiel nie kennengelernt. Das war für mich nie relevant, da bin ich gar nicht mehr in der Generation, deswegen stelle ich mir immer die Frage, auch wenn ich mit dem Jürgen in der Interaktion bin, wann stellt ihr eigentlich diesen Katalog endlich mal ein? Jetzt. Aber nicht jetzt. Ich habe es vorher auch schon gesagt, wir haben den letzten jährlichen Katalog gedruckt, nächstes Jahr wird es keinen Hoffmann-Katalog geben. Das erste Mal seit 1978, dafür gibt es einen neuen Katalog, den Neuheitenkatalog. Also sind wir wieder beim Katalog, der natürlich nicht so groß ist, nicht so viel Auflage hat vielleicht, aber es ist nach wie vor ein Katalog und zwar ein Katalog im klassischen Sinne. Keine Emotionen, weil das ist die Schwierigkeit vielleicht auch ein bisschen im Werkzeugbereich. Auf der einen Seite will man dem Kunden viel geben und ich habe vorher die Frage gestellt, ist im B2B-Bereich Emotion denn überhaupt erlaubt? Mal einfach nur so reingefragt. Und ich denke ja, aber die Frage ist, mit welchem Mittel? Und muss es der reine Informationsbestellkatalog denn wirklich haben oder geht es dann eher in die Thematik Magalog, Broschur, wo wirklich mal ausgedehnter über ein Thema berichtet werden kann, Anwendungsbeispiele, Praxisthemen mit aufgegriffen werden, da wird sicherlich einen Wandel geben, den muss es geben, nur wir tun uns da doch noch sehr schwer damit. Ziel ist, das Thema Katalog
wesentlich stark zu automatisieren. Wir sind gerade dabei, mit Horst Huber den Facettenkatalog aufzubauen und dahin wird es in Zukunft gehen, ganz klar. In dem Zusammenhang hat der Horst in einem Vorbereitungsgespräch über triggerbasierte Kommunikationswelt gesprochen. Das ist gerne ein Stichwort, das ich dabei nochmal einwerfen würde. Vielleicht erklärst du mal ein Stück weit, wie du darüber denkst. Mache ich gerne. Ich möchte aber noch kurz etwas ergänzen zum Otto-Katalog. Es ist, finde ich, sehr symptomatisch in der Woche, wo Otto den Hauptkatalog beerdigt hat, ist ja eigentlich auch ein Symbol des Wirtschaftsaufschwungs in den 50er und 60ern, hat es in die Tagesthemen und in die Tagesschau geschafft. Was es nicht geschafft hat, die News, dass Amazon in derselben Woche auf Printkataloge gesetzt hat. Und was es auch nicht in die News gebracht hat, ist, dass Otto mehr Kataloge macht als früher. Es gibt nur nicht mehr den Hauptkatalog, es gibt zielgruppenorientierte, segmentierte Kataloge, einen Bürokatalog von Otto, nicht mehr diesen 1500-seitigen Hauptkatalog, sondern segmentierte Kataloge, so gesehen mehr Seiten, was exakt auch ja in dieselbe Struktur reinpasst, was Jürgen Mayer gerade eben erzählt hat. Wir machen jetzt Neuheiten, also es ist ja etwas anderes. Die zurück zur Frage, das muss sich loswerden. Zurück zur Frage der Kommunikationswelten. Wenn wir das anschauen, hat Publishing in seiner traditionellen Bedeutung, gibt es jemanden, der entscheidet, dass was publiziert wird. Das ist der klassische Herausgeber bei einem Magazin, bei einer Tageszeitung und natürlich auch bei einem Katalog. Und das ist ein qualitätsgesicherter Prozess. Also es gibt den Herausgeber, der sagt, machen wir jetzt, publizieren wir. Wir haben einen Prozess, der die Qualität prüft, redaktionell ausgeprägt. Das ist so das Publishing, was natürlich in der Historie immer mit Papier verbunden worden ist, was eine andere Sache ist. Wenn man auf einem Blogbeitrag schreibt oder auch auf LinkedIn etwas schreibt, ist das auch so gesehen aus dieser Definition ein Publishing-Prozess. Da ist halt nur der Herausgeber und der Redakteur halt dieselbe Person, aber irgendwann, du drückst auf den Knopf und sagst, jawohl, dieser Tweet ist jetzt super, nimmst ihn vielleicht zurück oder auch nicht. Das ist Publishing. Triggerbasierend ist, wenn man aus dem Flugzeug steigt, dann ist man im Kontext, dann bekommt man Facebook-personalisierte Nachrichten. Wenn du in Mallorca aussteigst, bekommst du andere Nachrichten angezeigt, wie wenn du in München aussteigst, weil du zum Kunden oder zum Arbeitgeber gehst. Und das ist, es gibt einen Trigger, der explizit oder implizit gesetzt wird, indem wir irgendetwas machen und Big Data Algorithmus entscheidet, was ausgespielt wird. Das ist natürlich ist, ich glaube, Arthur Wozniak würde in seinem Vortrag wahrscheinlich sagen, hey, das Publishing ist, dass wir die einzelne Information ausspielen, aber vom Publishing-Konzept als solches entscheidet in dem einen Fall wirklich absolut die Maschine und wie wir uns verhalten. Auf der anderen Seite ist es eher nochmal ein zusammenstellender Prozess, der auch automatisiert werden kann, wie bei den Facettenkatalogen. Es ist, glaube ich, schon von der DNA zwei verschiedene Dinge und da gibt es natürlich wunderbare Dinge, die sich auch überschneiden. Und die zwei anderen Kommunikationswelten, um das noch zu vervollständigen, ist natürlich die Interaktion, die wir jetzt hier gerade betreiben. Wir alle senden Nachrichten aus, wir bekommen Nachrichten zurück, möglicherweise durch eine Gestik oder durch eine Antwort oder durch eine Diskussion und so entstehen Nachrichten. Das ist in der menschlichen Interaktion so. Und die vierte Kommunikationswelt ist, wie die Interaktion auf sozialen Medien passiert. Du postest Nachrichten und wenn genügend Leute reagieren, entsteht dadurch, durch die Reaktion, weil viele Leute liken, ihre Kommentare schreiben, entsteht durch die Reaktion auf eine Nachricht wiederum eine Nachricht. Und wenn es schlecht läuft, hast du einen Shitstorm. Deswegen
glaube ich auch, muss man, wenn man sich überlegt, auf welchen Touchpoints man was macht, sollte man auch immer überlegen, wie die DNA dieser Kommunikationswelt ist. Weil manche Dinge funktionieren, manche funktionieren ganz offensichtlich nicht. Mit diesem Gedanken der DNA würde ich mal einsetzen, weil wir haben jetzt gerade gehört, Publishing, Publisher, Verleger. Ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Gedanke drin. Und was mir persönlich jetzt schon sehr gut gefällt, dass wir gar nicht mehr so über Print oder Print ist tot und sowas reden, sondern schon über die Strecke, über Publishing. Und da würde ich vor allem auch gerne mal so das Licht darauf werfen, für wen ist es eigentlich? Also wer ist der Kunde, die Kundin? Du hast gerade das wichtige Wort, wer Kommunikationstheorie ein bisschen nur gelesen hat, nickt bei den ganzen Begriffen, das ist der Kontext. Also bin ich entspannt, weil ich aus dem Flieger steige, oder muss ich in meine Rolle jetzt gleich zum Kunden und bin ich vorbereitet, dann bin ich eher gestresst. Also auch das ist sehr persönlicher, individueller Kontext. Und dann haben wir eine Situation, wer gelauscht hat, ja, bei Hoffmann, manchmal darf man halt kein digitales Medium nehmen, man muss bei MTU irgendwie den Kataloger geradezu nutzen in der Fabrikation, auch das ist ja ein Kontext. Worauf ich hinaus will, ist, dass es, glaube ich, ganz lohnenswert ist, das Publishing auf dem Kern zu sehen, und das ist in meinem Verständnis einfach das Geschichtenerzählen. Und wir haben ja alle einen Zweck dafür, nämlich wir wollen was verkaufen. Darüber reden wir jetzt nicht so offensichtlich, aber das Werkzeug soll seinen Abnehmer finden, der braucht den Einkäufer, der muss dafür das Geld bereitstellen, ja, in dem Kontext. Und diese Geschichte, die kann man jetzt so und so bewerten, aber wir wollen dem die ja aufladen, die soll richtig ankommen, das ist eine Dimension. Das andere ist, derjenige soll sie auch nutzen können, nutzbar machen, zum Beispiel zu seinem Einkäufer gehen und dass dieses Werkzeug, ich bleibe jetzt gerade bei Hoffmann, wir kommen auch gleich zur Waage natürlich, dass es dann für diese Situation plausibel wird, dass es zu einem Abschluss kommt. Und wenn es nicht zum Abschluss kommt, und jetzt sind wir, glaube ich, bei dem Kern, bei der Story, dass ich sage, okay, wir sind nicht zusammengekommen, der Bohrer passt nicht, ich brauche doch Klemmen, dass ich aber hergehe und sage, ich habe Emotionen, ich habe ein gutes Gefühl. Das gute Gefühl heißt, ich muss bei Hoffmann wieder mal nachgucken. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Grundsubstitute, die wir brauchen, wo wir verstärkt gucken müssen, weil damit wären wir nämlich jetzt auch beim Kern, wenn wir über Automatisierung, du hast es vorhin ja in der Keynote so schön gesagt, jeder weiß, dass man es kann oder muss, das war die Diskussion, dann glaube ich, dass man auch überlegen muss, was braucht man dafür? Das sind sicherlich Daten, Content viel ganz oft, da nickt jeder. Das Spannende aus den Vorträgen dieser Tage ist ja, und vielleicht auch der Kenntnis vieler hier, dass halt nicht jeder die Daten hat, um die Dinge einfach so zu automatisieren, dass wir viele dieser Dinge auch machen können. Ja, weil du gerade die Daten ansprachst. Vor noch nicht mal 10 Jahren, als Hoffmann 2014 mit der neuen PIM und mit dem neuen Print-System gestartet hat, war die Welt ja noch eine ganz andere. Wer kann sich denn vorstellen, dass wir bei Hoffmann vor 8 Jahren Print benötigt hatten, um überhaupt Daten in ein PIM-ähnliches System einzupflegen? Sprich, eine Seite musste gebaut werden, um die Daten in die Datenbank zu bekommen. Und wir waren hocheffizient und wunderbar schnell. Es war mega geil. Und in einer rein printzentrischen Thematik war das das Geilste, was es gab. Aber man musste selbst Sonderartikel für einen elektronischen Kundenkatalog erstmal als Printseite bauen, um sie in diesen elektronischen Katalog hineinzubekommen. Und dann hat sich relativ schnell gezeigt, hier sind Grenzen. Das ist neu mit dem neuen System, aber wo wollen wir denn eigentlich hin? Wir wollen noch einen Schritt weiter. Wir wollen die Initiative endlich automatisieren zu können. Daten müssen gelten für alle Kanäle, cross-funktional und nicht nur für den Print. Nicht Daten für den Shop, für den E-Card, für andere Touchpoints. Und das ist genau die Thematik, vor der wir stehen. Content first. Möchte noch jemand was hinzufügen? Gerne. Vielleicht noch erstmal zu dem Thema, was du gerade gesagt hast mit, was ist das Ziel? Wir möchten ja, dass der Kunde die Produkte von uns kauft.
Ja, natürlich ist das das Geschäftsmodell. Aber, also bei WAO ist es so, wir haben vor 3, 4, 5 Jahren das komplette Unternehmen strategisch neu ausgerichtet. 180 Grad Wende weg von produktinnovationsgetriebenem Erfolg hin zu, wir wollen das Unternehmen mit der größten Kundenorientierung sein, und zwar auf der ganzen Welt. In der Branche haben wir, glaube ich, sogar schon geschafft. Das bedeutet, wir möchten nicht nur, dass der Kunde unsere Produkte kauft, sondern dass der Kunde mit uns als Partner Erfolg erlebt. Also wir sprechen da von Moments of Success, werde ich auch ein bisschen anreißen in meinem Vortrag. Das zum einen, also wirklich Mut zu haben, wirklich sich Visionen, und wir sprechen da bei uns tatsächlich von Visionen, ohne dass einer zum Arzt muss, die Vision des Unternehmens, wie will WAGO sich global galaktisch aufstellen, zum Kunden, zum Wettbewerb und so weiter und so fort. Und zu dem Thema Daten, das kann ich nur unterstreichen. Bei uns macht der Printkanal, ich sage es jetzt mal klassisch, gerade einen Riesenwandel. Also von dem ursprünglichen Publishing-Thema wandelt sich das Ganze eher zu einer Content-Generierungsplattform. Das heißt, wir machen nicht nur jetzt irgendwie Publikationen, sondern wir generieren automatisiert einzelne Content-Bereiche, die wir dann halt in allen Touchpoints entsprechend nutzen können. Also wir sind jetzt genau an dem Punkt, also eins der Projekte geht Ende des Monats live, andere Projekte sind schon live, und wir haben aus dieser Printstrecke, ähnlich wie jetzt bei Hoffmann, wo die Daten jetzt für einen anderen Kanal mitverwendet worden sind, haben wir das schon von Anfang an, bei uns waren ganz viele ITler beteiligt in diesem Transformationsprozess, von daher war von Anfang an klar, wir brauchen erstmal vernünftige Daten, datenkonform, Vollständigkeit, Richtigkeit und auch Rechtzeitigkeit, also rechtzeitig Daten zum notwendigen Zeitpunkt. Und wir haben im Endeffekt, also das ist jetzt so meine persönliche Vision, sage ich mal, dass man die Daten nicht mehr einfach nur lose als Daten beziffert, sondern dass man die genau klassifiziert. Ich habe auf der untersten Ebene ein technisches Datum, das ist eine Ziffer, vielleicht noch eine Einheit hinter, und das kann ich dann nochmal aggregieren zu einer Produktinformation, so sprechen wir davon. Das heißt, da ist eine Zusammenstellung von allen kontextrelevanten Informationen. Das kann ich wiederum zu bestimmten Aussagen zusammenbauen als Content-Schnipsel, sage ich mal. Und diese abstrakten Objekte als Content-Objekte, die möglichst schnell, einfach mit wenig Aufwand, hochautomatisiert, maschinell auslesbar, die zu generieren, das ist jetzt immer mehr die Aufgabe von unserem jetzigen Printkanal oder von dem alten Printkanal. Und hat sich auch die Print Suite halt, vor allem jetzt auch mit dem Illustrator-Plugin, wirklich als extrem flexibel und erfolgreich gezeigt, dass wir genau diesen Weg sehr gut bestreiten können. Ich verstehe, dass die technische Grundlage ist notwendig. Die Daten brauchen wir. Wir brauchen das Kundenverständnis, um so eine gewisse Flexibilität zu gewinnen. Das ist das, was ich gerade so für mich mitnehme. Stefan, als Berater, wenn man das jetzt alles so hört, quasi flexibel sein und auf Kundenbedürfnisse reagieren, gerade im Rahmen der Customer Experience, wie muss man denn da vorgehen? Also ich würde vor allem gerne mal das Wort flexibel gerne mal in Frage stellen, denn Flexibilität, das hört man gerne und oft, das ist leicht gesagt. Ich glaube, das ist nicht richtig. Einfach deswegen, weil Unternehmen hat ja einen Zweck, das dient einer Sache, muss mit seinen Ressourcen haushalten, und ich glaube gerade, dass es nicht flexibel sein muss, sondern es muss in einer gewissen Art und Weise, und das macht nun mal den Unternehmenskern aus, unabhängig sein. Also sprich, wenn wir jetzt gerade auch hören über sehr viele Techniken, dann ist mein Ansatz, mein Verständnis, eben nicht flexibel zu sein, alles zu können, sondern so unabhängig zu sein und zu bleiben in der Zukunft, dass man auch auf neue Dinge, auf neue Ideen
ich steige da aus und lerne einen neuen Trigger kennen, wie Horst Huber das vorhin sagte. Das finde ich gut, das möchte ich tun als Unternehmer. Dann muss ich das tun. Das ist für mich Unabhängigkeit. Das ist weniger als flexibel, es ist weniger nervös. Und das finde ich ziemlich gut und gesund. Das ist mal, glaube ich, so ein ganz wesentlicher Punkt. Könnt ihr euch da anschließen oder seid ihr... Nein. Für mich ist Flexibilität schon auch diese, ja nicht nur, wie du jetzt sagtest, diese vollständige Flexibilität, sondern einfach auch pro Kanal was machen. Also dieses Bereitsein, etwas zu tun, eine Grundlage schaffen, das ist für mich auch schon Flexibilität. Von daher würde ich jetzt sagen, nein, ich denke, wir meinen da aber dasselbe. Ich würde es nur nicht so bezeichnen. Also worauf es uns ankommt, ist letztendlich wirklich die Datenbasis zu schaffen, die mir völlig kanalunabhängig den Trigger zum Kunden ermöglicht. Mit welchen Mitteln letztendlich auch immer. Und die Krux dahinter ist ja dann auch, das Gap zwischen den einzelnen Kanälen herzustellen. Ich kam vorher noch kurz zu sprechen, wir haben elektronische Kundenkataloge, volles Sortiment, sagen wir mal das Hoffmann-Kernsortiment. Und es gibt Tendenzen, wo man sagt, naja, der Kunde möchte aber auch individuell seine Ausgabe im Print haben, aber mit seinen Preisen. Und wo wird dann der Gap hergestellt, die Lücke geschlossen? Und das ist auch eine Form von Flexibilität, mit gleichen Sortimenten in völlig andere Richtungen hineinzugehen. Und das ist für mich Flexibilität. Ich würde das jetzt nur ganz kurz ergänzen. Also aus meiner Sicht würde ich sagen, jein. Ich würde sagen, mit der Flexibilität, vor allem bei den Daten, erkaufe ich mir genau diese Unabhängigkeit. Wenn ich meine Daten, meine Strukturen, meine Technik so gut im Griff habe, dass ich maximal flexibel bin, kann ich eben diese Freiheiten mir nehmen, auch ganz neue Touchpoints relativ schnell umzusetzen. Und bin, wie du auch gesagt hast, eben bereit für neue Innovationen, die wir halt heute auch noch gar nicht mal auf dem Schirm haben. Also ich würde auch noch einen Beitrag leisten wollen. Ich habe das vielleicht ja auch schon gemerkt in meiner Keynote, immer wenn es um Emotionalität, Herzblut ging, Detailliebe, fand ich das ganz toll. Ich glaube, dass eine der großen Herausforderungen ist, es gibt ja das Tagesgeschäft und das wird nicht weniger. Und dann kommt man um die Ecke und sagt, wer auch immer, welche Rolle, welche Person im Unternehmen, hey, ihr müsst noch irgendetwas machen, ihr müsst euch in dem Projekt beteiligen, ihr müsst Content pflegen, wir brauchen Input. Das kommt ja immer auf das Tagesgeschäft on top drauf. Kein Management dieser Welt sagt, ach, jetzt digitalisieren wir, liebe Leute, ihr bekommt 40% eurer Arbeitszeit, dürft ihr euch jetzt der Digitalisierung widmen. Ich kenne kein Unternehmen, das so vorgeht. Und na, ich glaube, spielt Motivation eine sehr wichtige Rolle und wenn man auch selbstkritisch, ich sag mal, die Multi-Channel, Omni-Channel-Industrie mal nimmt, in der wir uns da bewegen, sind ja Argumentationslinien immer von außen nach innen. Wir sagen, wir brauchen die beste Product Experience, Customer Experience, das, was er alles formuliert hat, das ist ja vollkommen korrekt, also unbestritten deswegen, aber das ist das Ziel. Und dann geht man nach innen und sagt, okay, wir müssen das als Change-Prozess begreifen, wir müssen uns anders zusammensetzen, also man ist auf Abteilungsebene oder auf Preisebene. Und ganz am Ende in dieser Kette sind die einzelnen Mitarbeiter, die eigentlich die Suppe auslöffeln. Und dann geht man zu den Mitarbeitern hin und sagt, wenn wir das alles tun, dann haben wir die beste Customer Experience und wir verkaufen dann mehr Bohrer oder mehr Klemmen. Warum soll dieser Mensch, der 8 Stunden oder 9 Stunden arbeitet, nochmal eine Stunde draufpacken mit Enthusiasmus, mit Energie,
um an der Digitalisierung zu arbeiten? Mir fällt da kein Argument ein und ich glaube, wir müssen da auch selbstkritisch vielleicht die Richtung umdrehen, dass wir sagen, lieber einzelner Mitarbeiter, und ich rede nicht vom Team, ich rede nicht vom Marketing, jeder Einzelne, was bringt dir das? Zum Produktmanager, du kannst besser mit deinem Kunden kommunizieren, zum Beispiel, also dass man diese Richtung genau umdreht, dass man bei dem Einzelnen anfängt und sagt, hey, was kann das für dich Positives bewirken? Und dann das auf die Abteilung übertragen, auf den Unternehmensbereich und dann auf den Kunden. Ich sehe immer, und ich, die PIM-Projekte umsetzen, ich habe es auch in meiner Keynote gesagt, die technische Implementierung eines PIM-Projektes ist das eine, aber dass das wirklich in der Organisation angekommen ist, ist ein viel, viel längerer Prozess. Und ich glaube, da müssen wir auch einfach mal den Fokus, die Richtung genau umdrehen und einfach bei den Mitarbeitern anfangen. Vielleicht würde da auch sehr gut gleich einem Anschluss passen, nämlich wenn wir vom Mitarbeiter gehen oder auch die anderen Richtungen denken, für was machen wir das Ganze? Weil ich glaube, und so haben wir vorhin ja auch ganz kurz diesen Disput gehabt mit, es gibt verschiedene Meinungen. Ich glaube, das ist genau der Kern. Es gibt keine einfache, nicht eine Antwort, sondern es gibt eben mehrere Möglichkeiten. Und eine Orientierungsmöglichkeit ist in meinen Augen immer zu gucken, für wen machen wir es. Das eine ist natürlich das Herzen des Unternehmens, ja. Das sind eben zum Großteil auch Mitarbeiter und dass da was geht. Und das andere ist natürlich auch einfach die Kundin, der Kunde. Und ich mache deswegen so bewusst hier aufmerksam, dass wir uns nicht nur darauf gucken, wie viel können wir automatisieren, weil dann gerät das Ganze zu einem sehr schönen Berater, Umsetzer, Implementierer, Marketingabteilungsverantwortlichen Selbstzweck. Das ist auch okay. Es gibt Gründe, ja, auch dafür. Das will ich ja gar nicht wegwischen, nur es hat dann wirklich im wahrsten Sinne einen Selbstzweck. Und ich glaube, wenn wir auf das Eigentliche, das Licht also in die andere Richtung werfen, wer sind die Kunden? Und es ist anstrengend. Also es ist auch kein einfaches Thema. Die laufen ja weg und verändern sich und haben Erlebnisse mit Facebook, Amazon und Sonstiges und übertragen das, auch das war ja heute im Vortrag schon zu hören, übertragen diese Erfahrung auf ihr berufliches Umfeld und erleben da ganz andere Dinge. Und ich glaube, genau diese Diskrepanz, über die müssen wir uns austauschen. Also wie holen wir die Menschen ab? Wie schaffen wir, also wie verstehen wir den Kontext? Wie kriegen wir die auch? Wir können doch gar nicht. Und ich glaube, jetzt ist auch die Frage auch berechtigt, müssen wir überhaupt jeden erreichen mit einer einzelnen Nachricht oder einer einzelnen Botschaft? Weil auch dafür, ich will jetzt nicht alles zitieren hier, aber es gibt genügend Beispiele, wo man selber erschrickt, hat wahrscheinlich auch schon mal der eine oder andere erlebt, wenn man sich durchschaut fühlt, wenn man sich zu durchdrungen fühlt von irgendwelchen Automatismen, mag es Können oder Zufall sein, kann ich auch nicht unterscheiden. Und ich glaube, weiterhin genau, wir müssen mal gucken, wohin, vielleicht gibt es auch mehrere Wohins für ein Unternehmen, für einen Zweck. Und ich glaube, dann kommt man auch auf so eine Spur gemeinsam. Ja, ich würde jetzt nicht richtig widersprechen, aber Horst, du hast ja gesagt, mit dieser Digitalisierung, der arme Kollege ganz unten, der jetzt, sag ich mal, den Content jeden Tag generiert. Also man kann das schon machen. Das hat nämlich Vago auch tatsächlich, das klingt jetzt wirklich wie Lobhudelei auf mein Unternehmen, aber das ist auch wirklich das Ergebnis von diesem Strategiewechsel, den Vago so konsequent umgesetzt hat. Man hat wirklich jeden Mitarbeiter mitgenommen. Und deswegen ist auch am Ende jetzt auch diese Begeisterung, auch bei mir, speziell habe ich es gemerkt bei der Vorbereitung auf den Vortrag, was das mit uns gemacht hat. Also der Kollege jetzt, der früher Printkataloge sehr trocken zusammengebaut hat, dessen tägliche Arbeit ist auch das Thema digitale Transformation, indem man die Mitarbeiter einfach komplett mit einbindet und sagt, hör zu, wir haben jetzt eine ganz neue Mentalität. Du kannst gerne alle Ideen, die du hast, uns mitteilen und du darfst sie sogar selber ausprobieren. Natürlich nicht jede, da gibt es ein Gremium, das das entsprechend prüft, was sinnvoll und was nicht. Aber das ist auch die, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, die Zielvereinbarung eines jeden. Überleg dir doch mal ein paar neue, frische Ideen. Wie bringst du als kleiner Mitarbeiter, Vago als Unternehmen weiter.
Und mit diesem Mindset ist diese digitale Transformation wiederum eine ganz andere Geschichte. Das ist nicht, oh, das ist irgendwie on top, sondern das ist Bestandteil meiner täglichen Arbeit. Oder muss ich sagen, ich bin nach wie vor im Nachhinein, also es ging super schnell, deswegen hat man das gar nicht so begreifen können. Aber wenn man jetzt so in der Retrospektive sich das anguckt, was Vago in den paar Jahren geschafft hat, vor allem auch wirklich bei allen Unternehmern im Mindset, ist schon wirklich für mich mehr als erstaunlich. Ich habe jetzt einige Stichworte mitgenommen, die in Richtung Emotionalität gehen, die in Kundenfokus gehen, die in Personalisierung gehen. Jetzt stellt sich da für mich und wahrscheinlich für viele andere auch die Frage, jetzt ist ein Unternehmen nicht nur aus einer Abteilung bestehen, sondern aus mehreren Abteilungen bestehen. Wir haben schon gesagt, es geht um die Mitarbeiter, es geht um die Kunden. Das heißt ja aber auch, ich muss hier ein ganz, ganz großes Ding irgendwie in Einklang bringen. Die müssen miteinander kommunizieren können, was sie vorher wahrscheinlich noch nicht getan haben, damit ich überhaupt den Kunden gezielt auch verstehe und weiß, wie der denn tickt, damit ich ihm nicht überladene Informationen zukommen lasse, sondern tatsächlich personalisiert auf ihn angepasst. Deswegen würde ich gern mal ein Verständnis auch für alle aufbauen. Jürgen, vielleicht könntest du mal erzählen, wie viel Abteilungen, Datentöpfe, Personen man denn so bei euch im Unternehmen dafür zusammenbringen muss, um das Thema umzusetzen. Ja, das kommt drauf an. Betrachtet man das jetzt aus der Printwelt, dann ist das noch relativ überschaubar und eigentlich trotzdem viel zu groß. Wo werden Daten generiert? Wo kommen sie her? Aus dem Produktmanagement, dann gibt es das Content Management, da werden die Daten im Grunde genommen gepflegt, eingepflegt. Wir als die Systemlieferanten, also meine Abteilung, wir sind ja eigentlich nur die Systemlieferanten, unterstützen das Business aber. Und dann gibt es natürlich Marketing, also jetzt bei Hoffmann, die im Grunde genommen dafür sorgen, dass Print ausgeleitet wird. Wobei die Ausleitung selbst übernehmen sogar wir, die Kollegen, die jetzt im anderen Vortrag sitzen und lauschen. Aber Marketing macht es dann hübsch, macht die ganzen Connect mit der Druckerei und so weiter. Man sieht, das zieht sich eigentlich durch die ganze Firma hindurch, bis auf vielleicht der Vertrieb, der an dem Prozessstück noch nicht so beteiligt ist, sondern erst später. Und mit Daten geht es noch viel, viel weiter. Wir diskutieren heute nicht mehr die Thematik, sind es Printdaten? Diese Denke ist vollkommen antiquiert in unseren Augen. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung von Arthur. Wir müssen Daten und Content im Allgemeinen viel größer denken, übergeordnet. Und es geht sogar so weit, dass wir nicht nur sagen, es geht um Produktdaten, die sind nämlich auch in SAP. SAP hat aber am Printprozess, ist da so gut wie gar nicht beteiligt, doch, da kommen nämlich die Preise her. Also wo fängt es an und wo hört es auf? Letztendlich ist es so, wir haben uns jetzt eine Dateninitiative gesetzt und wir betrachten einfach mal die drei größten Datentöpfe bei Hoffmann, die für uns jetzt im Fokus stehen. Produkt, Customer, Vendor. Und das in ihrer Gesamtheit, das macht eigentlich dann auch das aus, was ich wieder brauche für eine Automatisierung, für eine Personalisierung. Das ist ein teilweise sehr steiniger Weg, ein langer Weg, aber auch ein nötiger Weg. Und die Thematik ist einfach hier wirklich viel zielgerichteter. Also ich sehe so, wir hinken zeitlich so nach hinterher von dem, was ihr gemacht habt. Ich habe gesagt, ich wurde vollkommen angetriggert bei dem Thema Facettenkataloge. Sehe das, was du gerade genannt hast, das kommt gerade auf uns zu. Wir sind da noch nicht so weit, aber wir wollen diesen Weg auch gehen und wir brennen dafür und dieser Change ist nicht einfach, das wissen wir, glaube ich, alle, aber er ist nötig und wichtig. Ich glaube, darauf kommt es an. Und ob das Print ist, spielt in der Betrachtung eigentlich nicht die Rolle, sondern Print ist für mich der Profiteur davon. Und dann habe ich auch dieses Silo-Denken komplett aufgelöst. Ich habe Daten, ich habe Content, ich nutze ihn für alle Kanäle, aber Print ist ein für Hoffmann nach wie vor sehr wichtiger. Horst, siehst du dich auch als Profiteur? Hast du das Gefühl, dass bei den Kunden, die da schon weiter sind in dem Prozess, dass für euch dann auch einfacher wird,
trotz der Komplexität, die entsteht? Also, das ist eine sehr, sehr gute Frage und sehr gute Fragen verdienen mehrere Antworten. Ich muss eins voranstellen, mit unseren knapp 500 Kunden, einen Großteil der Kunden kennen wir natürlich nicht so tief wie zum Beispiel Hoffmann Werkzeuge oder Wago, also das, weil es natürlich viel über Partner geht. Auch wieder ein selbstkritisches Bild von der Branche. Jedes Jahr wird neues Schweinderl durchs Dorf getrieben. Und wenn man das anschaut, es fiel ja mehrmals auch das Silo-Denken, der Change-Prozess. Wenn man also heute sagt, das sind die technologischen Möglichkeiten, das sagen die Berater, da geht das hin. Ne? Und wenn man dann anschaut, wo die Organisationen stehen, auch wenn sie schon PIM-Systeme haben, also die ganzen Möglichkeiten ausschöpfen, sind die organisatorisch Jahre dahinter. Weil die Veränderung der DNA eines Unternehmens, die DNA zu verändern, dauert viel, viel länger, wie, sag ich mal, auf Systeme einzuführen, auch Prozesse einzuführen. Deswegen glaube ich, gibt es da eine große, große Diskrepanz. Und wenn ich mir anschaue, und bei der Awardverleihung habe ich gesagt, Leute, es gibt zweimal den Award Publishing des Jahres und digitales Publishing des Jahres. Und ich habe gesagt, es gibt keinen Unterschied im Output, aber das Mindset ist anders. Und dann muss man aus meiner Perspektive, wenn ich mit Kunden spreche, der gute Teil der Nachricht ist, dass die Vision im Grunde geteilt wird. Bei allen. Natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen, aber beim Willen und wo man steht, das ist weit, weit bis auf wenige Ausnahmen. Ich habe auch gestern gesagt, Wago ist für mich das Unternehmen, das ich persönlich gut kenne, das am weitesten digitalisiert ist. Ich glaube, das ist heute auch mit dem Aussagen von dir, Arthur, auch nochmal so deutlich geworden. Muss ich sagen, der Gros unserer Kunden sind hinter, auch in den eigenen Ansprüchen Jahre hinten dran. Das ist die nackte, aus meiner Perspektive und aus meiner Wahrnehmung, die nackte, pure Realität. Da kann ich vielleicht nur einen Satz noch. Wir haben ja so ein bisschen gestartet mit Corona. Tobias, du hast das so eingeführt und ich glaube, Corona hat es als Katalysator ganz deutlich gemacht, bei vielen, wo einfach Digitalisierung, und ich denke jetzt gerade nicht an die Schulen oder so, an wie vielen Stellen Dinge nicht funktionieren. Wir nennen es digital, wir haben oftmals ein sehr unterschiedliches Verständnis davon. Wir müssen es jetzt nicht definieren und uns da einigen, aber ich glaube, sich überhaupt auf diesen Weg zu machen, diese Reise und die Sachen, die wir immer so schön einpacken in Content, Daten, nicken dabei, automatisieren, dass es dann auch mit den Abteilungen und dann sagen wir genauso im gleichen Zuge, dann transformieren wir auch noch die Mitarbeiter und die machen das neu, von mir aus sogar innerhalb der Arbeitszeit. Das funktioniert so nicht. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass das Corona einfach ganz deutlich gezeigt hat und dass das Bewusstsein da ist. Und ja. Ich glaube, das sind ein paar schöne abschließende Worte. Ich sehe den Timekeeper schon stehen. Mittagessen ruft, glaube ich. Genau. Ja. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß nicht, ob jetzt auch noch Fragen sind. Ich sehe nicht bis ganz nach oben, aber vielleicht einfach aufstehen und laut schreien. Oder die Nina läuft mit dem Mikrofon rum. Okay. Ja, hallo. Ja, vielen Dank für die schöne Podiumsdiskussion, die mir einige Anregungen mitgegeben hat. Ich bin Vertreter der Druckindustrie in der Tat und wenn ich dem so folge, habe ich so ein bisschen die Gefahr, dass wenn ich das hier so sehe, wie dieser Theatersaal aussieht und was hier bis 1985 noch produziert wurde, dann habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass unsere Drucksäle irgendwann auch so aussehen, dass wir da nur noch bestuhlen werden, um eine Veranstaltung zu machen, weil unsere Drucksäle heute ungefähr so aussehen, nur dass da große Druckmaschinen drin sind. Jetzt meine Frage, die Innovation der Druckindustrie ist leider sehr begrenzt. Das, was wir machen können, ist, immer schneller zu drucken, um quasi die Kataloge, die Hoffmann Wago produziert, in kürzerer Zeit zu produzieren, zur Verfügung zu stellen.
Sie hatten das, Herr Mayer, heute gesagt, das Problem ist gar nicht der Druck, sondern das Teure ist der Versand. Aber trotzdem ist der Katalog irgendwie noch so mit einer der besten Vertriebsmitarbeiter. Und jetzt meine Frage, weil am Anfang die Touchpoints kamen, könnte denn in Zukunft durch vielleicht andere Art von bedrucktem Papier, also Print wirklich mit bedrucktem Papier jetzt gleichgesetzt, der Touchpoint Print der erste sein, mit dem Sie, Ihr Vertriebsmitarbeiter oder wer auch immer beim Kunden ankommt, dann hätte ja Print sogar noch eine, sagen wir mal, eine realistische Existenz, dass wir sagen, der erste Touchpoint ist Print und ich gehe quasi mit emotionalen Werbemitteln oder Produkten zum Kunden. Und Sie sagten das Thema Magalog, das hatten wir vor ein paar Jahren in der Druckindustrie schon mal, ne? Diese Kombination aus Magazin und Katalog. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sich das so richtig durchgesetzt hat. Deswegen frage ich das so. Und der Katalog, der eigentlich so schön ist, ja, in seinem Umfang und mich so irritiert, weil wir heute immer mehr Druckprodukte drucken, die eine viel kürzere Halbwertzeit haben als der Katalog. So Prospekte, wir drucken 50 Millionen Prospekte in der Woche, die nach einer Woche weggeschmissen werden, das ist eigentlich viel schlimmer. Deswegen die Frage, also hat Print vielleicht den Ansatz, ein erster Touchpoint in Zukunft zu sein, wenn Print in der digitalen Welt eben noch eine Rolle spielen kann? Und was muss passieren in der etwas ja, trägen Druckindustrie, dass wir uns da vielleicht anpassen können, damit nicht irgendwann wie der Stahl aus China auch nur noch alle Druckprodukte aus China kommen? Ja, bei uns ist es eigentlich schon der Fall. Also in vielen Fällen geht der Außendienst mit einem Printexemplar zum Kunden. Sei es der neu gedruckte Katalog, sei es der natürlich auch geliefert wird, aber man hat ja immer so seinen Ansprechpartner, sagen wir mal. Und dort geht man dann auch noch persönlich hin oder mit eben Werbebroschüren. Was weiß ich, so ein 20-Seiter, 16-Seiter, wie groß eben gerade diese Aktion ist. Nur die Frage ist, macht man Gießkanne wie früher oder wie bisher oder geht man viel individueller auf den Kunden zu? Und beim gedruckten Katalog ist es so, da ist ein Katalogpreis abgebildet, one fits all, aber da, das Preis, schräger Rabattsystem bei Hoffmann, kein Mensch zahlt diesen Standardpreis. Das ist einfach nur ein Katalogpreis, nennen wir das sogar. Und welchen Nutzen hat der Kunde, wenn er zwar seine Produkte sieht, aber eigentlich gar nicht weiß, was er dafür zahlt? Wie pervers ist das denn? Und das ist aber immer schon so. Und deswegen kommt ja auch die Anforderung von den Kunden, wir hätten gerne unser Sortiment oder könnt ihr uns mal, was weiß ich, Handschuhe rauslassen mit unseren Preisen oder meine Aktion starten. Aber die Thematik geht in dieses individueller, schneller, gezielter. Was weiß ich, eine Messe in Paris und der französische Kollege sagt, ja, da klicke ich schnell was zusammen. That's it. Und schnell muss gehen und einfach, weil der Franzose hat kein Marketing dahinter, das ihm vielleicht noch irgendein InDesign-Files schön macht, anordnet, sonst was. On demand, zack, bumm, fertig. Und ja, es ist vielleicht traurig, aber Print wird nicht mehr diese Rolle spielen wie früher. Also das kann ich nur bestärken und das hat radikale Auswirkungen, was du sagst, wenn man das nämlich zu Ende denkt. Dass das zielgruppenorientierter wird, individueller, dass die Auflagen sinken. Ich glaube, das ist alles geschenkt, das ist ja offensichtlich und der Trend ist ja schon seit Dekaden eigentlich schon sichtbar. Aber was du gerade eben gesagt hast, wenn du sagst, wir haben jetzt zum Beispiel so einen Self-Service, dass der Vertriebler sich einen Katalog zusammenklicken kann. Nehmen wir das mal als ganz einfaches Beispiel. Die Hoffmann-Organisation ist in wie vielen Ländern? 20, mehr als 20 Ländern tätig? 25? Fast alle europäischen, China, Russland, USA, Mexiko. Genau. Glaubt ihr, dass in Zukunft Hoffmann sich darum kümmert, zu welchem Drucker das geht?
Sicher nicht. Weil warum sollte sich Hoffmann in Mexiko, seid ihr ja auch, sich darum kümmern wollen, wenn der Vertriebler 30 Kataloge druckt? Das muss ein Service sein, vielleicht könnt ihr euch an die Keynote erinnern, wo ich gesagt habe, es wird serviceorientiert. Also es muss irgendwelche Leute geben, die einen Service anbieten, dass dieser Druckprozess funktioniert. Und das kann kein einzelner Drucker leisten, weil das sind globale Prozesse. Also wird es, schaut euch Uber an und wenn ihr die Taxifahrer sind, die Drucker. Wie wird das in Zukunft ausgehen? Hoffmann geht nicht mehr zum Drucker. Vielleicht noch für den Hauptkatalog, weil es eine aufwendige Weiterverarbeitung ist, bla bla bla, aber nicht für diese Art von Druckprodukten. Hoffmann wird zu Uber gehen, weil die Plattform gewährleistet Hoffmann, dass in jedem Land zu der vorgegebenen Qualität, zur richtigen Zeit, zum vorgegebenen Preis delivered wird. Sprich, die Kundenbindung zwischen Drucker und den Kunden wird, und das ist auch ein Digitalisierungsgesetz, das wird durch Plattformen betrieben. Und die Drucker, wenn sie nicht aufpassen, werden dann im Prinzip die Chauffeure von Uber werden. Das ist eine bittere Zukunft. Ich habe für Heidelberger in einer kleinen Drucker-Community Freitag vor einer Woche einen Vortrag gehalten und da habe ich gesagt, Leute, liebe Drucker, wenn euer Kernasset ist, dass ihr tolle Ingenieure seid und eine Druckmaschine bestmöglich bedient, mit der bestmöglichen Qualität, ist das kein Differenzierungsmerkmal oder noch ein Leistungsmerkmal im Druckmarkt. Wenn das euer Kernaspekt ist, dann überlegt mal, ob ihr nicht in den 3D-Druck, in den industriellen 3D-Druck geht. Weil da boomt der Markt und ist im Prinzip die Kerningenieursfähigkeiten werden da wieder gefordert. Und natürlich werden das Druckvolumen wird natürlich kontinuierlich nach unten gehen. Das ist, denke ich, auch offensichtlich. Vielleicht ein kleiner Aspekt, weil Sie so fragten, was können die Drucker machen, und Horst Huber hat ja schon eine Idee genannt, ein Szenario. Ich würde es vielleicht nur ergänzen wollen um einen Aspekt, das ist aus Ihrer Sicht oder einer Druckerei, es geht um den Value oder damit weiterführend eine Value Map zu erstellen. Also eben nicht als Abgrenzungsmerkmal über den Preis, dass Sie Papier bedrucken als Leistung, und das kann man übertragen auf andere Geschäftsthemen auch, sondern dass es darum geht, was hilft. Horst Huber hat es in Teilen schon beantwortet, Service zum Beispiel. Also will man wirklich bedrucktes Papier oder will man das komplett gebunden, eingepackt, verschickt? Soll vielleicht auch noch nachgefasst werden, ob es wirklich ankam? Nur mal, um so ein bisschen in diese Story zu gehen. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch wieder genau bei dem Punkt, was hilft? Also in dem Fall einem Kunden, der vielleicht Hoffmann ist als Auftraggeber, ja, um so ein Druckprodukt zu haben. Aber das an sich ist nicht mehr der Kern, sondern es geht um das Gesamte und diese Values, die dabei entstehen. Ich habe 1996 eine Marktrecherche gemacht, wie viele Repro-Anstalten, die hießen, sagen wir so, Vorstufenunternehmen, es gab mit mehr als 200 Leuten, 150 Leuten, da gab es 200 Repros in Deutschland. Heute gibt es in derselben Kategorie noch 10 Repros. Und ich weiß nicht, ob jemand von Loadert da ist. Sven Henkel von Loadert hat mir gestern gesagt, wir haben mal wieder gezählt. Jetzt sind es 600 oder so war es doch irgendwie. 600 Leute und die wachsen wie Rakete. Und was machen die? Die haben natürlich in einem Servicegedanken, die haben ihre Dienstleistung erweitert. Probleme vom Kunden gelöst. Fotostudio eingeführt, also tausend Dinge, einfach die Dinge, die Kunden noch so benötigt haben. Völliger Dienstleistungsgedanke, und diejenigen, die sich da auf diesen Weg gemacht haben, sind gewachsen, massiv, also alle, das ist lauter nur ein Beispiel davon, und die anderen gibt es nicht mehr. Also
Wenn das Selbstverständnis ist, wir drucken nur, wird es schwierig. Man muss Lösungen für den Kunden erarbeiten, was natürlich ein völlig anderes Skillset, völlig neues Mindset auch bei den Druckern voraussetzt. Ich hätte auch noch eine ganz kurze Ergänzung. Also meine persönliche Meinung ist, also ganz klar, wir werden die Kataloge, also die Bibeln, werden wir in Printform, also in Papierform irgendwann abschaffen. Wir werden sehr viel individueller das Ganze machen, aber nicht nur vom Inhalt her. Also es geht um das Thema Emotionen. Und Papier hat nun mal durchaus ein paar Vorteile gegenüber den digitalen Touchpoints, nämlich das Thema Haptik. Und da gibt es durchaus sehr viele, sehr interessante Entwicklungen, wie man die Haptik, dieses Medium Papier, so gestaltet, dass es sich sogar noch mehr emotionaler darstellt, also ob es Perforierungen sind, was auch immer. Ich war selber völlig erstaunt, als ich auf so einer Messe mal gesehen habe. Und ich denke mal, in diese Richtung wird es gehen. Also dieses, was Sie sagten, wir können immer nur schneller. Genau das ist es nicht. Wir wollen nicht immer schneller, sondern wir möchten individueller und besonderer. Ich denke mal, mit dem Aspekt könnte das Bedrucken von Papier noch sehr viel länger am Leben bleiben in der Konkurrenz zu den digitalen Touchpoints. Okay. So, ich bedanke mich bei der Runde. Ich bedanke mich bei Herrn Huber, beim Stefan Born, bei Herrn Wozniak-Feldmeier und natürlich bei Herrn Wrobel, weil der ist ganz kurzfristig eingesprungen heute. Also tausend Dank für den wirklich erhellenden Vortrag. Applaus